Als ich dann auf der Straße war mit 14, ich bin ein Mensch, ich brauche viel Liebe und Zuneigung und die hatte ich nicht. Meine Mutter, die hat Heroin genommen und Stein geraucht, also Crack. Mein Name ist Tuana. Ich war damals auf Heroin und Crack im Frankfurter Bahnhofsviertel. So Leute, wir haben einmal die Tuana hier. Wie geht's dir, Tuana? Mir geht's gut. Freut mich. Tuana war mit ihrem 14. Lebensjahr obdachlos im Frankfurter Bahnhofsviertel und hat dort Drogen konsumiert, unter anderem Crack als auch Heroin. Und Sie möchte gerne heute hier ihre Geschichte erzählen. Wir möchten ihr gerne hier die Plattform dafür bieten, damit jüngere Kinder daraus lernen und vielleicht nicht dieselben Fehler machen. Dann würde ich mal vielleicht sagen, wir fangen am besten mal bei deiner Kindheit an. Erzähl mal, wie war deine Kindheit? Ja, ich würde einfach mal von dem Anfang reden. Also meine Mutter, die war damals im Casino im Frankfurter Bahnhofsviertel und hat halt auch Drogen konsumiert und wurde dann mit mir schwanger, hat meinen Vater im Bahnhofsviertel kennengelernt, weil das ein Kunde von ihr war. Ich wurde dann von der Polizei weggeholt, weil meine Mutter mich als Baby im Casino halt mitgenommen hatte. Und die Polizei hat mich dann weggeholt von meiner Mutter. Und dann bin ich in Teilzeitpflegefamilien gekommen, also immer für so einen Monat. Da war ich 16 Monate alt. Und mit 3 Jahren bin ich dann nach Frankfurt in eine Pflegefamilie gekommen für 1 Jahr. Dort wurde ich dann aber vom Jugendamt wieder weggenommen, weil das Jugendamt gesagt hat, die Eltern wären zu alt für mich. Und dann bin ich in ein Heim gekommen, bis ich 4 Jahre alt war. Bin dann wieder in die Pflegefamilie zurückgekommen, weil keine Familie für mich gefunden wurde. Hab dann 7 Jahre lang in Frankfurt dort gelebt, bin zur Schule gegangen ganz normal. Also ich hatte eigentlich zu der Zeit ein gutes Leben, mir ging es auch gut, mir hat es an nichts gefehlt. Bis ich dann halt irgendwann anfing ich habe Depressionen bekommen, habe angefangen nicht mehr zu essen, hatte dann eine Essstörung. Bin dann in eine Klinik gekommen in Frankfurt und von dort aus bin ich dann in eine Wohngruppe gekommen in Nordrhein-Westfalen. Und dort fing das dann an, dass ich halt mich extrem selbst verletzt habe, dass ich Suizidversuche gemacht habe mit Tabletten, mit Tavor, mit Paracetamol. Und wurde dann halt 1 Jahr lang in Thüringen in eine geschlossene Einrichtung gebracht. Also das war echt eine harte Zeit, weil ich war damals sehr jung und ich war mit wesentlich älteren Menschen dort, die auch drogenabhängig waren. Und ich war ja zu diesem Zeitpunkt, hatte ich ja gar nichts damit zu tun gehabt und habe mir das dann vielleicht auch so, ich habe mir auch manche Sachen vielleicht abgeguckt, ich weiß es nicht. Und als ich dann aus der Klinik rauskam, bin ich dann in eine therapeutische Wohngruppe gekommen. Dort war das dann aber auch überhaupt nicht gut für mich, weil da war immer die Polizei jeden Tag oder Krankenwagen, weil irgendwelche Mädchen ausgerastet sind oder in die Klinik mussten. Und da kam ich gar nicht zur Ruhe. Ich ging zu der Zeit auch gar nicht zur Schule. Da war ich ja 14, ging ich auch nicht zur Schule, weil ich ja Angst hatte, was die anderen Kinder von mir denken wegen meinen Armen, weil ich halt überall vernarbt war. Und man hat mir angesehen, dass ich habe viel geweint damals, also ich war nie so wirklich glücklich. Also ich bin sehr oft aus den Wohngruppen abgehauen. Ich wollte nie so wirklich Hilfe annehmen. Und ich wollte auch immer so, ich wollte einfach frei sein. Also ich wollte nicht irgendwelche Menschen haben, die mir irgendwas vorschreiben. Und wollte mein eigenes Ding machen. Und so bin ich dann auf der Straße gelandet, weil das Jugendamt die Hilfe dann beendet hat. Tuana, du meintest ja, dass du im relativ jungen Alter auch Selbstmordversuche hattest. Genau. Okay, wie kam das dazu? Weil ich meine, es passiert ja immer im jungen Alter, dass einem etwas fehlt und man sehnt sich dann immer danach. Und was war das bei dir? Also was hat dir in der Kindheit gefehlt und wie kam es dazu, dass du diese Suizidgedanken gehabt hast? Ja, also das war wahrscheinlich einfach, weil ich keine Familie hatte. Ich war immer alleine, also einfach dieses Alleine-Sein. Ich bin ein Mensch, ich brauche viel Liebe und Zuneigung und die hatte ich nicht. Und ich hatte auch nie wirklich wahre Freunde oder ich bin ja auch sehr oft umgezogen und kam auch nie wirklich irgendwo an. Und als ich klein war, hatte ich auch sehr viele traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten. Und damit kam ich einfach nicht klar.
Und ich weiß nicht, ich hatte sehr starke Depressionen. Also ich wollte wirklich einfach nur noch sterben. Also ich hatte gar keine Lebensfreude mehr in diesem jungen Alter. Ich habe das halt wirklich versucht durchzuziehen. Also ich hatte wirklich in der Woche 3 Versuche mit Tabletten. Also ich denke mal, das lag einfach daran, dass ich halt einfach keine Familie hatte. Ich meine, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, Tuana, und dir überlegst, was du hättest anders machen können, beziehungsweise wie du mit der Situation hättest besser umgehen können, was würdest du anders machen? Ich hätte meinen Mund aufmachen sollen, ich hätte sprechen sollen, ich hätte mir Hilfe suchen sollen. Aber ich bin schon immer ein Mensch, der alles mit sich selber ausmacht. Weil ich dachte immer, es interessiert doch eh keinen, was ich für Kummer in mir habe. Oder ich habe gedacht, mir kann doch eh keiner helfen. Man kann die Situation doch eh nicht ändern, dass ich keine Eltern habe. Also ich hätte einfach, ja, wie gesagt, mir eine Person suchen sollen, der ich vertraue, und hätte der meine Sorgen anvertrauen sollen. Ich finde das sehr, sehr gut, dass du jetzt auf die Zeit zurückblicken kannst und zum Beispiel deinem jüngeren Ich heute jetzt diese Tipps geben kannst. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine jüngere Zuschauerin haben, die sich momentan in derselben Lage befindet, der du dich damals befandest, die kannst du dann vielleicht besser machen und nicht dieselben Fehler machen. Deswegen, Leute, hört zu, was Tuana euch gesagt hat. Wenn ihr euch in so einer Lage befindet, sucht euch jemanden zum Reden und fresst nicht die ganzen Probleme in euch rein, weil das macht das Ganze nur noch schlimmer. Es gibt immer jemanden da draußen, der euch irgendwie weiterhelfen kann. Ich meine, irgendwann mal hat das auch aufgehört, Tuana, mit den Selbstmordgedanken. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich wurde ja meistens dann eingewiesen oder mir wurde meine Freiheit weggenommen. Und genau dann, wo mir meine Freiheit weggenommen wurde und ich auch Zeit hatte zum Nachdenken, hatte ich auf einmal so viele Sachen in meinem Kopf, die ich eigentlich noch machen will. Und ich hatte immer so eine Stimme in mir, die so eine positive Stimme, die mir gesagt hat so, boah, du kannst doch so viel erreichen, du bist so jung, du kannst auch was mit deiner Geschichte so. Also vielleicht kannst du, ich weiß nicht, Sozialarbeiter werden oder anderen Menschen helfen. Und das war immer so diese Stimme, die mich gerettet hat. Hast du heute noch Selbstmordgedanken? Ja, also die kommen und gehen, ne? Also ich habe natürlich jetzt größere Abstände, aber bei mir ist es so, wenn jetzt aktuell etwas passiert, was krass war, oder ne, wenn wer verstorben ist oder... Ne, es gibt ja immer Probleme, die man im Leben hat. Ja, dann habe ich auf jeden Fall Selbstmordgedanken. Aber mittlerweile weiß ich, damit umzugehen. Und mittlerweile spreche ich auch mit anderen Menschen darüber, denen ich mein Vertrauen geschenkt habe. Und versuche mich abzulenken in dieser Situation, weil man muss sich das so vorstellen, man muss es einfach, wie soll man das sagen, diesen Moment abwarten, weil dieser Gedanke wird nicht bleiben. So, das ist wie Hunger. Wenn, ne, wenn du Hunger hast und was isst, dann hast du keinen Hunger mehr. Also du musst etwas dagegen tun und dann wird es auch wieder weggehen. Definitiv, das hast du sehr gut gesagt. Deswegen, Leute, lernt daraus. Lernt aus den Fehlern, die vielleicht Tuana damals gemacht hat. Und heute geht es auf jeden Fall besser damit um. Das ist das Wichtige. Und es ist wichtig, dass ihr euch da draußen auch immer Hilfe sucht und mit jemandem darüber spricht. Ja. Weil wenn ihr nicht darüber redet, dann kann das Problem auch nicht gelöst werden. Ihr trägt das dann die ganze Zeit mit euch und denkt einfach, dass keiner euch versteht da draußen. Aber es gibt immer Leute, die einen verstehen werden. Ich meine, heute hat Tuana auch jemanden, der sie versteht oder zumindest einen Teil verstehen kann und ihr weiterhelfen kann. Deswegen wendet euch auf jeden Fall an jemanden, wenn ihr solche Probleme habt. Okay, Tuana, wie war das bei deiner Mutter, wenn ich fragen darf? War deine Mutter auch drogenabhängig? Ja, genau. Also meine Mutter, die hat Heroin genommen und Stein geraucht, also Crack. Ja, sie war auch, die hatte psychische Krankheiten, Borderline und Schizophrenie. Und sie hat auch viel erlebt in ihrer Vergangenheit. Leider weiß ich nicht, also ich habe sie leider auch erst 13 Mal in meinem Leben vielleicht gesehen. Ich hatte nicht so eine krasse Bindung zu ihr. Deswegen weiß ich halt auch leider nicht, was sie dazu getrieben hat, dann auch im Bahnhofsviertel tatsächlich zu arbeiten und diese Drogen zu nehmen. Also wurdest du sozusagen schon früh in diese Welt reingeboren? Genau, also wie gesagt, ich war ja als kleines Baby mit ihr im Casino und lag da, während sie gearbeitet hat. Als ich dann auf der Straße war mit 14, bin ich halt von NRW nach Frankfurt abgehauen, bin zu meiner Mutter gegangen. Und ja, so kam ich dann halt auch an die Drogen, also so, ne, so fing das dann auch an, dass ich diese Drogen genommen habe und ja, dass ich kaputt gegangen bin. Ja, auf jeden Fall, ich kann von meiner Seite aus sagen, Leute, dass viele Menschen, die sich in so einer Situation befinden oder sich in einer Sucht befinden, dass die sehr aufpassen sollten,
was das Thema Verhütung und sowas angeht. Weil ich meine, wenn ihr ein Kind auf die Welt setzt und euch nicht um dieses Kind kümmern könnt, dann tut ihr etwas sehr, sehr, sehr Schlimmes machen. Das ist, glaube ich, sehr vielen Leuten nicht bewusst. Sie denken, irgendwie kriege ich es hin, ich schaffe das schon und so. Und teilweise kommen dann die Kinder mit einem Drogenentzug auf die Welt. Ich meine, hat deine Mutter in der Schwangerschaft auch Drogen genommen? Ja, also tatsächlich kam ich auch mit Drogenentzug auf die Welt und war dann noch 12 Wochen. Ja, 12 Wochen war ich dann noch im Krankenhaus. Ich war auch ein Frühchen, also ich habe auch eine Zwillingsschwester. Das war auch dann noch mal dramatischer, weil wenn du als Frau 2 Kinder im Bauch hast und dazu noch drogenabhängig bist und diese Kinder auch noch einen Entzug gerade durchmachen, das kann auch nicht so gut enden. Also es hätte tatsächlich vielleicht auch einer von uns sterben können bei der Geburt. Und wir sind auch viel zu früh gekommen. Und da bin ich auf jeden Fall froh, dass da nichts passiert ist. Ja? Definitiv. Ich meine, es hätte auch schlimmer kommen können. Deswegen die Leute da draußen, die sich in so einer Situation befinden, beziehungsweise in einer Sucht befinden, bitte geht nicht so leichtsinnig mit diesem Thema um, weil es kann für die Betroffenen, für die Kinder sehr, sehr schlimm enden. Ich meine, viele, jetzt nicht alle tun diesen Weg einschlagen. Ich meine, es gibt auch Kinder, die aus solchen Verhältnissen kommen und die beste Zukunft vorherbringen. Aber in der Regel ist es sehr, sehr schwierig, sich aus so einer Lage zu befreien und nicht denselben Weg zu gehen. Deswegen, Leute, wenn ihr sowas macht, bitte achtet sehr stark darauf und sucht euch Hilfe. So, Leute, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wir werden einen zweiten Teil mit Tuana drehen, wo Tuana dann über ihre Drogenzeit im Frankfurter Bahnhofsviertel erzählt. Weil du bist dann auch ins Bahnhofsviertel gekommen und bist dann obdachlos geworden und warst dann mit deinem 14. Lebensjahr im Frankfurter Bahnhofsviertel und hast harte Drogen zu dir genommen. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, Leute, gebt dem Video einen Daumen hoch. Checkt auch Tuana ab. Tuana hat einen Instagram-Kanal und einen TikTok-Kanal. Genau. Und, genau, sag mal vielleicht, wie du da heißt. Also auf TikTok heiße ich Tuana_02, wo ich auch sehr viel über meine Vergangenheit spreche. Das würde auch den einen oder anderen wahrscheinlich interessieren. Und auf Instagram heiße ich Tuana_2611. Okay, also Leute, dann schaltet ein. Das Video wird wahrscheinlich nächste Woche erscheinen. Und da werden wir auf jeden Fall über Tuanas Drogenvergangenheit im Frankfurter Bahnhofsviertel sprechen.